Freunde, es ist soweit. Heute schauen wir uns 7 Jeans von 7 Marken an. Wir haben nicht nur 7 Jeans von 7 Marken da. Alle sollen angeblich straight leg sein. Ich habe darauf verzichtet, sie vorher auszuprobieren. Das heißt, wir werden heute live raw sehen, ob sie wirklich straight leg sind, weil jeder Anbieter, jede Marke hat seine eigene Definition von straight, von loose etc. Das werden wir heute herausfinden. Ich habe heute ein paar Schuhe vorbereitet, schwarz, beige, denke ich, passt mit der guten schwarzen Lederjacke zusammen, dass wir uns das Ganze als Gesamtbild anschauen können. Ansonsten verändern wir bei allem nichts mehr. Wir wollen uns das, wie gesagt, im Vergleich anschauen, deswegen bleibt der Rest identisch. Wir fangen mit der ersten Hose an. Die erste straight leg Hose ist von Feind. Eine Amazon-Marke, wie ihr wisst, eine Amazon-Marke, günstig, ja. Ist die Qualität gut? Ist der Schnitt gut? Das finden wir jetzt raus. So. Ich bin jetzt in der ersten Feindhose drin. Ich zeige euch das Ganze mal in 360 Grad, wie es ausschaut. Dazu ziehen wir das Ganze ein bisschen hoch, damit ihr mal auch einen kompletten Blick dafür bekommt. So, erstmal Details. Ich habe einmal die Hose hier, die fittet auch unten schön straight. Das heißt, die kann man auf dem Schuh stacken lassen oder hier auf der Zunge blocken, dass sie sich eben so wölbt. Finde ich insgesamt sehr gelungen. Was mir auffällt ist, der Schritt ist ein bisschen weiter. Das heißt, man kann die Hose theoretisch bisschen Highways tragen. Ja, das funktioniert ziemlich gut. Dann ab dem Moment, finde ich, fällt sie aber ein bisschen enger um die Oberschenkel aus. Wenn ihr trainierte Oberschenkel habt, würde ich da ein bisschen drauf achten, dass es nicht zu eng wird. Ansonsten Problemzone Waden etc. findet die sehr, sehr gut, Freunde. Jetzt schauen wir uns die nächste Hose an. Und zwar die nächste Hose ist von der Marke Lee. Lee? Wer kennt's nicht? Jeansmarke. Los geht's. Wir sind jetzt in den Lee Jeans drin. So schaut die aus. Fit ähnlich, ist von Oberschenkelschnitt bzw. Wadenschnitt ähnlich wie die von Amazon. Ihr seht, man kann es auch schön auf den Schuh stacken lassen oder eben, wie gesagt, hier an der Zunge stoppen lassen. Und das Ganze schaut in 360 Grad so aus. Was ich hier loben muss, wir haben bei der Amazon-Hose, hier bei den Jeans, eine grobe Körnung gehabt, hier eine sehr feine, das heißt, die Waschung kommt entsprechend ein bisschen besser rüber. Wenn wir uns das jetzt im Vergleich anschauen, seht ihr, die Waschung hier ist ein bisschen heller. Wir wollen heute nicht die Waschung bewerten. Ich habe extra geschaut, dass ich nur helle Jeans nehme, weil man das Ganze halt ein bisschen besser bewerten kann und miteinander vergleichen kann. Bei Schwarz sieht man halt leider nicht so viele Details, aber ich muss sagen, auch um Hintern etc. fittet die sehr gut. Gefällt mir, nicht schlecht. Jetzt machen wir weiter zu einem Highlight heute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich drehe nur mal diese Seite hin, ne? Also, seht ihr das? In die hüpfen wir jetzt rein. Das ist nämlich die Tommy Jeans in Straight. So. Ich bin in den Tommy Jeans, bevor wir uns das Problem heute hier anschauen. Wie gesagt, ich habe nichts vorher ausprobiert. Ich wollte das mit euch gemeinsam anschauen. Werden wir uns jetzt mal das Highlight anschauen. Und das ist nämlich diese Tommy-Tasche. Und die fand ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gelungen, muss ich ehrlicherweise sagen. Als hätte ich es fast selber gemacht. Also wirklich, wenn ich eine Jeans gemacht hätte, hätte ich es genauso gemacht. Das sieht einfach sehr cool aus, so verwaschen. Die Problematik, die hier ist, ich bin laut Größentabelle hingegangen und habe sie in meine Größe bestellt, wie bei allen anderen auch. Deswegen seht ihr auch bei den Einblendungen die verschiedenen Größen. Bei manchen ist W34 meine Größe, bei manchen W36. Okay, Problem. Seht ihr das? Da könnte jetzt noch meine Verlobte mit reinhüpfen, ne? Also von der Größe her. Das ist das Einzige, was schade ist. Jetzt die Problematik. Wäre ich jetzt in der Breite eine Nummer kleiner gegangen, wäre es jetzt um meine Beine zu eng. Ihr seht schon, um die Oberschenkel ein bisschen enger, um die Waden geht es gerade noch so. Man kann es gut auf den Schuh stecken lassen, hier auch sehr gut abbremsen lassen. Von der Länge her haben wir L32 bei allem, passt auch sehr gut. Das einzige Manko ist halt tatsächlich hier die
Der Hüftumfang. Jetzt als nächstes schauen wir uns von einer Marke, wo ihr euch sehr oft gewünscht habt, dass wir uns anschauen, und zwar von Wrangler. Ich bin gespannt. Los geht's. So, ich bin in der Wrangler drin und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Wirklich muss ich direkt sagen. Hier ist mir auch der gleiche Fehler passiert wie bei der Tommy. Ich habe mich immer auf die Größentabellen verlassen. Das heißt, ich bin hingegangen, habe bei den Größentabellen geschaut, welcher Umfang. Habe meinen Hüftumfang abgemessen und habe die Größentabellen angeschaut. Und ihr wisst, die sind nicht immer sehr genau. Und wenn sie nicht genau sind, passiert das. Die ist auch ein bisschen zu weit. Das heißt, da könnte ich auch schon mal hier eine Nummer kleiner gehen. In der Breite, muss aber sagen, was ich direkt beim Anprobieren, gerade beim Anziehen schon gesagt habe, auch ich bin positiv überrascht. Ich hätte nämlich eher erwartet, dass die Wrangler ein bisschen enger ausfällt für eine Straight Leg. Und ich muss sagen, sehr gelungen. Das ist ja schon fast, wenn man es jetzt High-Waist trägt, sehr angenehm, wenn man es jetzt ein bisschen weiter runter trägt, so ein bisschen diesen leichten Baggy-Look. Und schaut mal, wie schön das hier stackt. Das ist ja unglaublich. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht und vom Fit her, will ich noch nicht vielleicht sagen, mein Favorit, wir haben ja noch nicht alle ausprobiert, aber bisher sehr, sehr nice. Entspricht einfach gerade so ein bisschen dem Zeitgeist. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal in 360 Grad. Muss es dazu ein bisschen für euch festheben, damit ihr es auch ein bisschen gesehen habt. Und Freunde, was schauen wir uns als nächstes an? Schaut euch das mal an, bitte. Dann haben wir nämlich eine von Mustang. Mustang, auch eine Jeansmarke. Ihr merkt schon, wir haben richtig reingehauen bei Jeansmarken. Das einzige Problem, was ich bei Mustang hatte, ich habe nicht eine schöne Helle bekommen und ich muss gleich sagen, mir gefällt die Waschung nicht so ganz arg, aber ich bin auch gespannt, ob der Schnitt vielleicht dafür wenigstens gut ist. Wir hüpfen jetzt einfach mal rein. Los geht's. So, ja, wir sind drin. So schaut sie aus. Ich fühle mich gleich, als wäre ich 40 und ich habe jeglichen Modegeschmack verloren beim Thema Waschung. Die Waschung ist nicht das Gelbe vom Ei. Ich dachte wenigstens, uns überzeugt so ein bisschen der Fit. Der ist okay für eine normale Statur. Wenn du wirklich eine normale Statur untenrum hast, wird sie dir auch gut fitten. Da wirst du sicherlich auch ein paar andere Waschungen finden, die zu dir passen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, vom Fit hatten wir jetzt alle vier vorher, waren besser. Also hat mich jetzt noch nicht überzeugt. Und das ist halt das Straight-Modell. Es überzeugt mich nicht so ganz. Es ist zwar gut weit offen, es steckt sehr gut. Hier kann man es auch gut abblocken. Sieht insgesamt nice aus. Waschung, darüber können wir uns streiten. Das war leider das Einzige, was verfügbar war in meiner Größe. Ansonsten zeige ich euch gerne nochmal den Fit in 360 Grad, damit ihr es mal von allen Richtungen gesehen habt. Die Waschung, ja, da sind wir uns einig, Katastrophe. Fit für normale Statur okay, aber wir haben hier vier Kandidaten, die besser sind. Den nächsten Kandidaten, den wir uns anschauen, oh yes, den hatten wir schon. Der Klassiker, wenn nicht die bekannteste Jeansmarke, oder? Levi's 501 Straight. Falls ihr euch an das Levi's-Video von mir erinnert, wo wir uns verschiedene Modelle angeschaut haben, es ist wieder Zeit, da reinzuhüpfen. Los geht's. Wir sind jetzt im Jeans-Klassiker schlechthin drin. Das ist die 501 Straight Leg. Freunde, ich zeige euch das Ganze mal in 360 Grad. Ihr kennt sie schon. Ihr wisst, was man da bekommt. Ihr seht auch meine Maßangaben dazu. Diesmal, im Gegensatz zum letzten Video, passt sie wirklich sehr gut. Auch von der Länge her, muss ich ehrlich sagen, man kann sie gut stacken. Sie fällt einen Ticken länger aus, seht ihr das? Aber es schaut gut aus, weil es auch schöne Falten unten wirft. Wir brauchen nicht viel dazu sagen. Ihr kennt sie schon, diesmal eine andere Waschung, als wir im letzten Video hatten. Und ich muss sagen, wenn nicht eins meiner Favoriten von der Waschung her, die wollen wir heute nicht bewerten oder anschauen, aber muss man fairerweise sagen, sehr gelungen. Also gefällt mir richtig gut. Jetzt hüpfen wir zum letzten Kandidaten. Unser letzter Kandidat
ist eine Marke, die viele nicht kennen. Aber lustigerweise steckt schon im Namen das drin, was sie machen, und zwar Dr. Denim. Ihr erinnert euch vielleicht, ihr habt eine Jeansjacke von denen gehabt. Also Dr. Denim sagt ja schon, die müssten eigentlich gute Sachen machen, oder? Waschung? Ja, gefällt mir schon. Wie der Fit ist, ob er wirklich straight ist, finden wir jetzt raus. Wir sind in der finalen Hose drin. So, ich zeige euch das Ganze mal in 360 Grad. Vielleicht seht ihr es schon. Ich bekomme ein bisschen schwer Luft. Woran liegt das? Ich bin hier auch laut Tabelle gegangen und die fällt hier um die Hüfte ein bisschen zu eng aus. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es ist wirklich zu eng. Das heißt, hier würde ich euch empfehlen, ein bisschen weiter zu gehen. Was aber dafür hervorragend ist, wenn nicht mit einer der besten Fits, dieser Bereich. Um Oberschenkel. Ähnlich wie die anderen Kandidaten, aber hier und die Waden, wie es auf den Schuh steckt, nice. Über die Waschung können wir uns streiten. Finde ich jetzt den Kontrast im Gegensatz zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal zu so einem blauen, so ein bisschen verwaschenen Look. Finde ich nice, gefällt mir echt gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Das einzige Manko, wie gesagt, ich würde gerne ein bisschen Luft bekommen oder ich muss einfach abnehmen. Ich weiß es nicht, beides schlimm. Aber sie ist wirklich gut, um Hintern, bisschen mehr Platz, bisschen um die Hüfte und es wäre eine perfekte Jeans und ich würde sie mir gleich 5-mal kaufen. Denkt dran, bisschen größer gehen und Freunde, das war's. Wir sind fertig. Wir haben uns heute 7 Jeans von 7 Marken angeschaut. Das ist eine Ansage. Welche hat euch gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sprechen uns sowieso gleich unten. Und vor allem schreibt auch, wie euch das Video gefallen hat. Bis dann, Freunde. Bleibt gesund.